Atlantischer Ozean, Tag 28. Mr. Kenway. Captain. Was immer die Planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Ja, was werden wir in diesem Part erleben? Piraten, sonstiges. Meuterei oder vielleicht was völlig anderes. Wir werden es natürlich sehen. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren ein echtes Traum. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Da hat er auf jeden Fall recht, obwohl ich auch sagen muss, dass man, wenn man auf hoher See ist, man nicht so irgendwie, ja. Ich habe euch nichts zu sagen. Ja, dass die See oder Seefahrer zu sein nicht so gerade das, das leibliche oder liebliche ist und das so, sondern sehr, sehr harte Arbeit und sehr rau sein kann. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Ich bitte hier vielmals zu entschuldigen den Husten, den ich habe. Wir gehen als erstes mal zum Doc. Gucken, was der uns zu sagen hat. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein, doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Ich bin genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Versucht in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Ja, wir müssen jetzt ab in die Kombüse. Was ich ja sagen muss, ich habe ja selber auch schon mal einen Segelturn mitgemacht. War zwar jetzt nicht so ein großer Segelturn. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne... Dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwarmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ja, wer möchte das denn nicht? Wer möchte das denn wirklich nicht? Ich meine, damals hier auf so einem richtigen Boot... Gut, Schiff, da würden mich, glaube ich, jetzt einige richtig schön verhauen für dafür, besonders die,
die wirklich ihren Seefahrerschein gemacht haben. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand lang über Bord. Da habe ich schon wieder zu viel gedrückt. Entschuldigung! Okay, hier unten, da können wir noch mit jemandem sprechen. Das werden wir auch noch natürlich machen. Hasten, der alte Assassine. Beziehungsweise Templer. Das ist sogar sehr seltsam, mein lieber Kenway. Wir müssen hier zurück in unser Quartier. Und ich entschuldige mich auch nochmal, dass die letzte Folge so kurz war, aber ich möchte diesen Trip nach Europa jetzt auf jeden Fall gemeinsam hier in dieser Folge schaffen. Da ich morgen, den Samstag, dem 4.2. nicht da bin, Tag 33. Da wollte ich heute schon dieses Let's Play aufgenommen haben. Zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das darf nicht. Nun geht in eure Kabine oder muss ich euch bringen lassen. Oh, das war ein ganz großer Fehler. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, Miles. Dabei vergisst Miles eines.
Und da haben wir Miles auch schon besiegt. Ich sag dir, er sollte unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Atlantischer Ozean, später am selben Tag. Wir müssen die Taue sichern! Ich sagte, das ist Wahnsinn. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Ja, dann kümmern wir uns da mal drum. Wir sichern die Taue. Ach ja, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Dadurch, und das hört sich so realistisch an. Selbst für so ein Spiel von diesem Zeitraum. Oh komm, die nächste holen wir uns. Die Takelung fertig machen. Naja Leute, aber an dieser Stelle, ihr wisst, was passiert, wenn ich auf Pause drücke. War's das von diesem Part? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder in anderen Projekten oder ebenfalls bei Assassin's Creed 3. Bis dahin, ich bin's raus. Haut rein und Peace.